Atelier. Sie ist so etwas wie die Archäologin unter den zeitgenössischen Fotografen. Schicht um Schicht legen ihre Bilder Vergangenheit frei. Eine Reise ins dunkle Herz von Europa. Das ist jetzt natürlich der Show-Effekt. Für mich ist die Plattenkamera wichtig, um zu den Bildern zu finden. Also es geht sozusagen um den Prozess der Verlangsamung und der Konzentration. Das Verbringen von Zeit am Ort und auch das analoge Fotografieren, also das Bannen der Wirklichkeit auf die Negative. Wenn ich mich dann für ein Bild entschieden habe, dann mache ich meistens auch nur dieses eine Bild. Verlassene oder umgenutzte Synagogen in der Ukraine. Zeugnisse von Zwangsenteignung, Vertreibung, Genozid. Johanna Diehl ist mit ihrer Plattenkamera durch das Land gereist, um diese vergessenen Orte aufzuspüren. Die Ukraine-Karte, mit der ich gereist bin, von der Stadt Tschernivtsi, also Tschernowitz, sind wir dann nach Osten gereist, Richtung Novoselitsia. Und dann sind wir sternförmig in die verschiedenen Dörfer gefahren. Es gab so ein bestimmtes Prinzip von der Stadtplanung, sodass ich wusste, dass sich die Synagoge immer in einer ganz bestimmten Himmelsrichtung aus vom alten Marktplatz befindet. Dann habe ich meistens alte Menschen angesprochen, weil die dann noch wussten, wo die Synagoge war. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Ich fand wichtig, dass es nicht einfach nur ein Aneinanderreihen ist von verschiedenen Typen von Orten, sondern zu begreifen, in was diese Orte eigentlich umgewandelt wurden. Also es sind keine unschuldigen Orte, es sind eben ganz bewusst, wurden daraus Kinos und Sporthallen und Fabriken gemacht. Der fotografische Blick der 37-Jährigen ist konzeptuell. Erst formt sie eine Idee, ein Thema. In Archiven recherchiert sie nach Motiven. Auf Reisen entstehen dann ihre Bilder, wie die Serie der Borghi. Aufnahmen der rund 20 Idealsiedlungen, die Mussolini während seiner Herrschaft in Italien errichten ließ, um eine faschistische Ordnung in der Provinz zu etablieren. Wichtig finde ich, dass es nicht einfach nur Themen sind, die ich abarbeite oder die ich interessant finde, sondern dass die sozusagen alle mit einer gleichen Fragestellung zu tun haben. Eben die Frage von der Anwesenheit von etwas Abwesendem. Das sind Bilder aus der Serie Eurotopians. Und ich habe in einem Korkeichenwald in Südfrankreich fotografiert. Das ist ein Hochplateau und dort hat der Architekt Antti Lovak an einer Wohnlandschaft gebaut in den 60er Jahren. Architekturskizzen, deren Realisierung unsere Vorstellung von Wohnen und Bauen komplett in Frage gestellt hätten. Das Scheitern einer Utopie? Ich würde nicht sagen, dass die Utopien gescheitert sind, aber sie sind zum Teil vergessen. Und es interessiert mich sehr, diese Ideen, die immer noch Aktualität haben, denen zu einer Sichtbarkeit zu verhelfen. Johanna Diehl legt die Vergangenheit frei, um auf das Hier und Jetzt einen neuen Blick zu werfen. Das Bild heißt Novoselitsia und es ist ein Ort bei Tschernowitz. Ich beschreibe immer so ungern meine Bilder. Die Bilder aus der sogenannten Ukraine Series werden zurzeit in München ausgestellt. Der Bildband dazu ist für den Deutschen Fotobuchpreis nominiert.
Projekte, die ich mache, kreisen eigentlich um ein Zentrum. Und das hat, glaube ich, mit so einer europäischen Fragestellung auch zu tun. Also was ist Gedächtnis, was ist Erinnerung, was ist Europa?